in die Gegenwart oder wir nähern uns der Gegenwart zumindest, die wichtige Rolle nämlich der Studenten in der samtenen Revolution, wie sie sich auch in Tagebüchern und Erinnerungstexten niederschlug. Darüber wird nun die Slawistin Susanna Jürgens referieren. Sie hat Bohemistik in Prag studiert und wurde 2008 über den Literaturkritiker und Editor Bedřich Fučík promoviert. Seit 2014 ist sie Lehrbeauftragte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2009 bis 2014 war sie Direktorin des Tschechischen Zentrums hier in München und parallel als freie Lektorin für diverse Verlage als Literaturkritikerin, Übersetzerin und Kulturmanagerin tätig. Seit 2019 ist sie jetzt Geschäftsführerin des Adalbert-Stifter-Vereins und ich freue mich, dass sie heute auch einen Vortrag hält hier. Du hast das Wort, Susanna. Vielen Dank für die Vorstellung. Der Sprung ist tatsächlich groß und das Thema ist tatsächlich auch eher ein tschechisches Thema, sogar ein deutsch-tschechisches. Das persönliche und wissenschaftliche Erinnern an die Zeit des Systemwechsels, der sogenannten Samtenen Revolution, erlebte 2009 und dann nochmal vor 2 Jahren anlässlich des 30-jährigen Jubiläums einen Höhepunkt. Ein Teil dieser Veröffentlichungen sind, man könnte sagen selbstverständlich, Publikationen und Projekte, die die damaligen studentischen Akteure in Vordergrund stellen. Die Studentinnen und Studenten stehen bei weitem nicht hinter allen Ereignissen und Initiativen dieses Jahres, die zusammen mit dem im Rahmen der Perestroika geendeten Zugang der Sowjetunion zu ihren Satellitenstaaten die Mosaik der Schritte auf dem Weg zum Sturz des kommunistischen Regimes Ende 1989 bilden. Sie, beziehungsweise konkret die Vertreter des studentischen Presse- und Informationszentrums TIS, das 1989 als eine Initiative von unten im Rahmen des sozialistischen Jugendverbands SSM entstand, und die sogenannten unabhängigen Studenten in der Vereinigung STUHA, haben allerdings die Veranstaltung organisiert, die diesen Sturz endgültig herbeiführte. Es handelt sich um den Gedenkakt am 17. November 1989 anlässlich des 50. Jahrestags der Schließung der tschechischen Hochschule nach der Beerdigung von Jan Opletal. Die Versammlung fand am Prager Albertov statt. Die Teilnehmer gingen dann geplant zum Grab des Dichters Karel Hynek Mácha auf Vyšehrad weiter und ungeplant zurück ins Zentrum. In der Národní Straße wurden sie von der Polizei und Spezialkräften eingeschlossen und brutal geschlagen. Am Montag, dem 20. November, wurde in Prag der studentische Okkupationsstreik erklärt, dem sich schnell auch die anderen Hochschulstädte angeschlossen haben. Die Proteste breiteten sich von Prag aus, unter dem Engagement insbesondere von Studierenden und Schauspielern, ins ganze Land, sodass dass der Generalstreik am 27. November landesweit stattfinden konnte. Einen Monat später, am 29. Dezember, wurde Václav Havel zum tschechoslowakischen Präsidenten gewählt. Dies ist natürlich ein kurzer und ziemlich bruchstückhafter Abriss der Ereignisse, in dem es vor allem darum geht, die damalige Rolle der Prager Studierenden ins Gedächtnis zu rufen. Im Folgenden wird jedoch keine Rekonstruktion der Ereignisse im Blick auf die spezielle Rolle der Prager Studentinnen und Studenten versucht, was sicher im Rahmen dieser Tagung eine Option wäre, sondern der Blick wird auf die eigenen Darstellungen der studentischen Akteure, so wie sie in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, gerichtet. Es bieten sich dabei 2 Publikationen an. Deník, das Tagebuch von Martin Mejstřík, das mit dem Untertitel Řekněte jim, že Sametová, sagt ihnen das Samtene, 2010 und überarbeitet 2019 erschienen ist. Und Vezměte sebou květinu, nehmt eine Blume mit, von Monika McDonagh-Pajerová aus dem Jahr 2014, das den Titel Deníky a vzpomínky, Tagebücher und Erinnerungen 1980 bis 1990 trägt. Monika McDonagh-Pajerová und Martin Mejstřík gehören zu denjenigen, die die Versammlung am 17. November mit vorbereitet hatten, und zwar seitens des studentischen Presse- und Informationszentrums TIS. Sie beide haben als Zeitzeuge und Akteure im Hinblick auf das Erinnern der Ereignisse sicher eine privilegierte Position. Diese untermauern sie auch dadurch, dass sie ihre Bücher als Tagebücher bezeichnen. Sie beide haben ihre Tagebücher vor der Publikation bearbeitet und somit auch ihre gegenwärtigen Sichtweisen reingebracht. Nicht nur Zeitzeugen sind keine zuverlässigen Zeugen, auch Autoren sind keine zuverlässigen Herausgeber eigener Texte.
Monika Pajerowa, Jahrgang 1966, war das studentische weibliche Gesicht der samtenen Revolution. Sie ist in der Regel die einzige Frau, die auf den Fotos von diversen Podien zu sehen ist. Auch dank ihrer Funktion im SKIS wurde sie nach dem 17. November zum Mitglied und Sprecherin des Streikskoordinationsausschusses gewählt. Neben den eigentlichen Aufzeichnungen erhält ihr Tagebuch auch andere Textsorten wie Briefe oder Lieder, insbesondere von Karel Krehl. Die chronologisch aufgereihten Einträge aus den Jahren 1980 bis 1990 ergänzen zwei weitere zeitliche Linien. Zum einen die aus der Einführung Proč se vracet k deníkům, warum zu den Tagebüchern zurückzukehren, die mit 2011 datiert ist und die Entscheidung zur Publikation begründet, und zum anderen noch eine spätere aus der Zeit der Vorbereitung der Veröffentlichung. Es sind einige erklärende, in kursiv gesetzte Passagen, Protokolle der Staatspolizei und insbesondere Fußnoten, in denen Mektanak-Pajerowa die meisten Personen, die im Buch vorkommen, biografisch vorstellt und ihre aktuelle und oder damalige Beziehung zu ihnen erklärt. In den Aufzeichnungen, die im Januar 1980 beginnen, zeigt sich die damals 14-jährige in Prag lebende Monika als ein aufgeklärtes, zielstrebiges und eigentlich ziemlich stilsicheres Mädchen. Das Buch kann im Wesentlichen als ein Bildungsroman gelesen werden, ein Text über das Heranwachsen einer jungen Frau in ziemlich zerrütteten familiären Verhältnissen mit häuslicher Gewalt, das Heranwachsen eines Mädchens, das dank dem Umfeld ihrer Eltern frühe Erfahrungen mit Verlust der Freunde durch Emigration und mit Einschränkungen wegen der Herkunft und diesen Kontakte macht, die trotzdem ein philologisches Studium an der Philosophischen Fakultät beginnen und zielstrebig umsetzen, und dank ihrer Beziehung mit dem in Paris lebenden Musiker und Musikmanager Jiří Smetana ungewöhnlich umfangreiche Erfahrungen mit der westlichen Welt sammeln kann. Die frühe ungeplante Mutterschaft, die Tochter Emma, kam im Winter 1988 zur Welt, und das Dasein einer alleinerziehenden Mutter und Studentin wirken dabei als ein Katalysator, als ein Beschleuniger ihrer Entwicklung. Es wäre sicher sinnvoll und interessant, die Gender-Aspekte der studentischen Bewegung vor und nach dem November 1989 mit einzubeziehen. Es würde aber den zeitlichen Rahmen sprengen. Das private Leben steht im Vordergrund und die Aktivitäten während der Studienzeit, Mitarbeit bei der Zeitschrift Situace, Engagement im SKIS, Interviews mit Künstlern und Intellektuellen im Pariser Exil, Besuche von Konzerten von unabhängigen Bands, werden fast nebenbei erwähnt, wie die Tatsache, dass sie sehr wohl auch das politische Geschehen im Land verfolgte und einige Personen aus den inoffiziellen Kreisen kannte. Die Initiation ihrer Aktivität gegen das Regime, wobei es gegen in Anführungszeichen gesetzt werden muss, brachte dann das Erlebnis der Demonstration am 28. Oktober 1988 in Prag und nicht erst die der Palach-Woche einige Monate später und die Erfahrung der dortigen Gewalt gegen die Teilnehmer. Ein Zitat: Noch nie erlebte ich in einer so großen Menschenmenge das Gefühl, dass es uns um das eine geht, dass wir uns ohne Worte verstehen, dass wir alle gleich hoffen. Nach der langen Einsamkeit bräuchte ich vermutlich sehr, dass ich mit meinen Träumen nicht alleine bin. Zitatsende. Erst in den Tagen zwischen dem 17. November und dem Jahresende treten die privaten Erlebnisse in den Hintergrund, es überwiegt das Öffentliche. Von den insgesamt 280 Seiten nehmen die anderthalb Monate nur 33 Seiten ein. Die Aufzeichnungen wurden erst nachträglich aufgeschrieben. Die Beteiligung von Monika Mektanak-Pajerowa an der samtenen Revolution liest sich hier fast wie ein Zufall. Sie war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Sie war organisiert, kommunikativ und hatte keine Angst. Martin Mejstřík, Jahrgang 1962, gehört ebenfalls zu den studentischen Gesichtern der samtenen Revolution. Er war allerdings nicht der einzige Mann, auch das sieht man auf den Fotografien ganz klar. Sein Buch ist viel mehr als ein Tagebuch, eine Collage aus unterschiedlichen Textsorten, darunter auch Tagebucheinträge des Autors, des weiteren Zeitungsartikel, Ausschnitte aus wissenschaftlichen Studien, Dokumente, Briefe und so weiter, die zum Teil farblich und schriftlich unterschiedlich gesetzt sind. Dies alles verbunden durch eine grundsätzlich chronologisch aufgebaute, autodiegetische, manchmal im Präsens, manchmal im Präteritum geschriebene und auch stilistisch keineswegs neutrale Erzählung.
Tagebucheinträge aus dem Jahr, ja, aus den Jahren nach 1989 bilden parallele zeitliche Linien, eine Juxtaposition der persönlichen Entwicklung vor und nach der Wende. Die Bezeichnung Tagebuch kann somit vielleicht am meisten auf die aktuelle Situation des Verfassers zum Zeitpunkt des Fertigstellens bezogen werden. Das Buch ist nicht nur ein Versuch einer persönlichen Chronik von 1976 bis 2005, sondern auch oder sogar vor allem eine Aufnahme des persönlichen Status quo 20 Jahre nach der Wende. Maestrik lebte seit 1968 in Liberec. Sein Vater wurde aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen, sodass auch sein Bildungsweg nicht einfach war. Nach Prag kam er 1982 zum Studium an der Pädagogischen Fakultät. Wenn bei Pajerová die Erfahrungen aus dem Westen die Initiation bedeuten, dann sind es bei Maestrik Prag und seine Kommilitonen, die ihn in die inoffizielle Kultur einführen und ihm somit neue Horizonte und Wege eröffnen. Aus der Pädagogischen Fakultät wurde er 2 Jahre später ausgeschlossen und erst 1986 begann er das Studium an der Theaterhochschule. Ein Jahr später war er Mitgründer der Zeitschrift Kavarna AFFA, die es sich zum Ziel nahm, unter anderem die Studierenden aller künstlerischen Hochschulen zu verbinden. Interessant ist hier, dass er sich wohl auch bei den studentischen Zeitschriften der Ersten Republik inspirierte. Es wurde entschieden, die Zeitschrift offiziell, das heißt im Rahmen des sozialistischen Jugendverbands SSM herauszugeben, und Maestrik wurde später selbst ein rebellisches, so wird er auch von anderen Zeitzeugen erinnert, SSM-Mitglied. Dieses sein Engagement nimmt übrigens in seinem Buch viel Raum ein. Als Vorsitzender des STIS, des studentischen Pressezentrums, war er Mitglied des Streikskoordinationsausschusses. Gemeinsam mit Simon Pánek, der die unabhängigen Studierenden repräsentierte, bildeten sie die heute so beliebte Doppelführungsspitze. Wie bei Megdanach Pajerová nimmt auch in seinem Buch die Zeit der Wende nur einen ziemlich eingeschränkten Platz ein. Zugleich ist es das Erlebnis seines Lebens, ein Drehpunkt, zu dem er im eigenen Rückblick hingearbeitet hatte und zu dem er immer wieder zurückkommt. Letztlich auch mit der Frage, warum, Zitat, wir keine Katharsis erlebt haben, diesen reinigenden, befreienden Augenblick, in dem das Böse benannt und verurteilt wird. Zitat Ende. Dass Megdanach Pajerová als auch Maestrik ein Tagebuch bereits als Jugendliche schrieben, stellt sich für das Festhalten der Umbruchszeit als ein Glücksfall heraus. Beide können einen größeren Bogen schlagen. Es geht ihnen auch darum, der Rolle in 1989 einen Hintergrund zu geben. Da sie beide zusammengearbeitet haben, überrascht es nicht, dass sich in den Darstellungen einige Topoi wiederholen, wie die Frage danach, wo zuerst und von wem das Wort Stavka, Streik, ausgesprochen wurde, der Verlauf der Kooperation mit Stuha, mit den unabhängigen Studenten, und der Ursprung der Idee einer Manifestation am 17.11., die Entstehung der ersten studentischen Erklärungen und so weiter. Der Vergangenheit mischen sie ihre aktuelle Perspektive bei. Ihre Ergänzungen und Anmerkungen sind nicht nur sachlich erklärend, sondern auch inhaltlich und wertend. Martin Maestrik geht noch weiter. Im Grunde hat er auf der Basis eigener Aufzeichnungen einen neuen Text geschrieben, in dem er zu dem früheren eigenen Ich-Position einnimmt und sich selbst wertet. Hier als ein Beispiel ein Zitat. Ich kutschierte den landesweiten Streikausschuss und gegen mir standen die Unabhängigen bzw. Simon Pánek. Zitatsende. Er beurteilt auch die damaligen Mitstreiter, inklusive eben Megdanach Pajerová. Zitat, Monika hat in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren vieles gemacht, was man ihr vorhalten kann. Aber bis zum Streikbeginn war sie großartig, meine unermüdliche rechte Hand. Ich bewunderte sie und mochte sie gern, die Zärtliche. Zitatsende. Vor allem Maestrik versucht, eine bestimmte Interpretation der Ereignisse und der Akteure zu etablieren. Es ist dabei das Bild einer komplizierten Persönlichkeit entstanden, eines Einzelgängers und Kämpfers, der zielstrebig und wuchtig die selbst auferlegten Ziele und Aufgaben verfolgt, ohne groß auf die Kollateralschaden zu achten. Seltsamerweise hat dies in den kommunistischen Verhältnissen der 1980er Jahre offensichtlich besser funktioniert als in der demokratischen Gesellschaft danach. Und was kann man auf der Basis der beiden Bücher über die Prager Studentinnen und Studenten in den 1980er Jahren sagen?
Vor allem, dass in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die Grenzen dessen, was man machen, sagen und schreiben konnte, ohne bestraft zu werden, elastischer wurden. Die Dozenten und Verwaltungen hatten wohl einen breiteren Handlungsspielraum. Negative Konsequenzen, da gab es jedoch bis zuletzt. Dass diverse Manifestationen, Versammlungen, kulturelle Veranstaltungen gegen Ende der 80er Jahre immer mehr auch das studentische Leben prägten. Dass die studentischen Zeitschriften, die es fast an allen Hochschulen gab, eine Plattform bildeten, über die fakultätsübergreifende Kontakte geknüpft worden sind. Dass die Interferenzen mit unabhängigen Bewegungen und Initiativen wie Bewegung für die Freiheit, Hnutí za svobodu, unabhängige Friedensbewegung, Nezávislé mírové hnutí oder Charta 77 individuell waren, enge Verknüpfungen gab es offensichtlich nicht. Dass die Dichotomie zwischen denjenigen, die im Rahmen des sozialistischen Jugendverbands tätig waren und denen, die kein Teil dieser offiziellen Strukturen sein wollten, groß waren, beziehungsweise dass man voneinander letztlich erst im Zuge der Vorbereitungen für den 17. November richtig erfahren hatte. Die bestehenden Verflechtungen, das Erlebnis der Gewalt am eigenen Leib und die bereits vorhandenen organisatorischen Erfahrungen waren die Voraussetzungen für das schnelle gemeinsame Handeln in den Tagen danach. Prager Studenten ist jedoch auch hier ein Sammelbegriff für eine sonst ziemlich disparate Gruppe von jungen Menschen, lauter Individuen, die aber zum richtigen Zeit und wenn es unter Druck bereit waren, sich zusammenzuschließen. Dass es aber Individuen waren, davon zeugen auch die zwei vorliegenden Bücher. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Jürgens, für diesen Einblick in andere Textsorten, eher autobiografische, die aber tatsächlich auch schon Zeichen für Selbststilisierung sind, wie wir es ja auch schon bei den Studentenliedern gesehen haben. Da gibt es also doch auch wieder Parallelen. Erstmal die Frage ins Publikum. Gibt es Anmerkungen? Ja, von Herrn Weicher. Bitte, Sie haben das Wort. Susanna, z toho, jak si charakterizovala knihy Mejstříka a Pajerové. Susanna, du hast die Bücher von Pajerová und Mejstřík charakterisiert. Und hier sieht man, das ist eine Stilisation, als ob es eigentlich ein dokumentarisches Zeugnis sein sollte. Diese Bücher erscheinen wirklich viele Jahre nach den historischen Ereignissen. Und es ist eine Stilisation von Zeitzeugen. Es ist schwer, sich nicht also an das Buch von Putnik zu erinnern, das erschien kurz nach der Samtenen Revolution mit dem Untertitel Einbildungsroman, auf Deutsch geschrieben. Das bedeutet, dieser Autor zeigt eigentlich ganz klar, dass er sich hier dieser Stilisierung bewusst ist. Und er zeigt hier ein Bild seines Helden, der Hauptperson, die wirklich stilisiert ist, kurz nach der Samtenen Revolution. Ich selbst überlege, ob es ein Zufall ist oder ob es wirklich eine Regel ist, dass wir brauchen irgendwie so vielleicht eine bestimmte Zeit oder dass man ein Werk hat, irgendwie so, das sich zu dieser Stilisierung wieder bekennt. Hast du darüber nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte einige Bücher, aus denen ich wählen wollte. Schließlich sind das nur Bücher von Mejstřík und Bajerová. Das ist wegen eigentlich der kurzen Zeit, in der ich meinen Vortrag halten konnte. Vielleicht in diesem Fall war es so eine bestimmte Verbindung zwischen den beiden Büchern. Also das ist der Zeitabstand. Und dann auch die Art, wie sie mit den eigenen Materialien umgehen. Das ist natürlich auch sehr schwer, also weil auch bei Mejstřík ist es völlig klar, was mit welchen
Texten oder Materialien gearbeitet hat. Bei Bajerová sieht man auch, dass sie Texte nahm, mit denen sie gearbeitet hat. Ich wollte mich auch mit dem Buch von Igor Chauner beschäftigen. Das ist das Buch mit Namen Der Tod, irgendwie so der Regisseur, irgendwie so Tod, irgendwie so der Neu aus dem Jahr 1993. Aber ich hatte es nicht so richtig noch im Kopf. Und ich habe gesehen, dass dieses Buch dann im Jahr 1988 im Dezember beginnt und viel später dann auch endet. Das bedeutet, da konnte man wirklich nicht viele Zeugnisse lesen. Aber natürlich, also auch dieses Buch gehört zu dem Konvolat der Publikationen, die sich mit dieser Zeit auseinandersetzen. Und es ist ein literarisches Werk und man würde oder könnte auch sagen, dass es mehr literarisch als diese beiden Bücher ist, die ich dann schließlich gewählt habe. Vielen Dankeschön. Dank auch für die Antwort. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst hätte ich noch eine kurze. Es gibt. Frau Brenner hat eine Frage. Ja. Ich lasse sie mal rein. Ja, jetzt sehe ich es auch. Du musst dein Mikrofon aufmachen, Christiane. Jetzt ist wieder aus. Pardon, bin ich jetzt zu hören? Ja, voll. Ja, danke. Vielen Dank, Susanna, für den wirklich hochinteressanten Vortrag. Ich bin eben erst zu der Tagung dazugestoßen und hoffe, dass ich jetzt nicht was frage, was schon lang diskutiert wurde. Also diese Memoiren, die du vorgestellt hast oder Tagebücher und die Art, 89 zu erzählen, das finde ich hochinteressant. Ich habe mich gefragt, ob du darüber nachgedacht hast, diese Tagebücher zu vergleichen mit den Oral History Interviews, die ganz am Anfang Wanjak und Otahal relativ bald nach 89 und dann im Abstand von 20 beziehungsweise jetzt 30 Jahren erneut gemacht haben, wo man ja sehr schön nachvollziehen kann. Ich habe die Interviews mit Maestschik, Panek und Bajerová, die alle drei auch in den Büchern natürlich wiederholt befragt werden, jetzt nicht im Kopf, aber was ich bei diesem Oral History Projekt, was in Serie erschien, total faszinierend finde, ist, dass man sehen kann, wie Menschen lernen, die Revolution zu erzählen. Also wie sich Narrative unter dem Eindruck nicht nur einer sich verändernden Gegenwart, sondern auch einer also dominanter Erzählungen verändern. Es könnte sich vielleicht, dein Interesse war jetzt eines an Literatur, aber das könnte sich eben lohnen, diese Interviews auch noch hinzuzuziehen. Ja, danke Christiane für die Frage. Ich kenne die Interviews, ich habe sie auch gelesen und gerade im Hinblick auf diese zwei Protagonisten ist es tatsächlich interessant, wie sich sozusagen ihre eigene Erzählung befestigt. Also jetzt, wenn man diese ihre Publikationen kennt, erfährt man nicht wirklich viel anderes aus den Interviews. Und das wäre eine bisschen andere Untersuchung, aber man könnte sie tatsächlich machen, zu schauen, wie sich auch Formulierungen festigen und wiederholen. Was es auch noch gibt, und das ist vielleicht auch für die Frage, was die Marek Weichel gestellt hatte, es gibt auch eine Publikation, die heißt Studenti psali revoluci, die ist tatsächlich 1990 erschienen. Monika Bajerová ist dort vertreten mit eben Einträgen, die sie dann auch in dieses ihr Buch Vezměte si sebou květiny benommen hatte. Da kann man auch gut sehen, dass es wirklich überarbeitet worden ist, wenn man die beiden Texte vergleicht. Und interessanterweise erwähnt sie diese Publikation nicht, dass es da schon einen Text von ihr gab. Was ich sehr bedauere, und was ich für die Untersuchungen also noch wirklich wichtig fände, dass es keine solche umfangreichere Bücher, Erinnerungen oder Tagebücher von jemanden nicht gibt, der bei den unabhängigen Studenten dabei war.
weil das ist tatsächlich eine andere Erzähllinie. Und die sind auch mit in diesen Gesprächen mit einbegriffen. Die haben eben bei dieser Publikation, sind das vor allem sie, die dort schreiben. Und ich fand in diesen Gesprächen in dem Buch von Milan Otahal gab es eins auch mit Martin Klima, der war auf der Mathematischen Hochschule, war eben einer der sogenannten unabhängigen Studenten und der hier noch 1990 relativ ausführlich schreibt darüber, was damals und wie geschah. Und eben 30 Jahre später sagt er, dass ihm diese Tage von Mitte November bis ungefähr Ende Januar in so einem Nebel zusammenfließen. Und erst danach kommen wieder die Erinnerungen hoch. Also das war wirklich eine sehr spannende Aussage in diesem Kontext. Und vielen Dank auch für die Frage, die noch mal etwas weitergeführt hat. Und aus Zeitgründen beende ich jetzt auch hier die Diskussion.